Dale, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Oh. Habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er noch da ist. Hi, Liv. Hi, Jake. Hör mal, ich habe mal eine Frage. Ich habe hier eine Akte, da hast du gesagt, dass Kramer dich irgendwie getreten hat, als irgendwie eine unübersichtliche Situation war. Stellst du Anzeige wegen Körperverletzung oder nicht? Schon 4 Wochen her. Ja, ich habe die Anzeige erstattet, genau. Ja, du musst dann halt wirklich mit explizit reinschreiben, dass du Anzeige erstattest, nicht nur die Aussage. Ich habe die Anzeige direkt aufgegeben bei einem Kollegen. Ja, ich weiß, aber da steht halt in deiner Aussage steht nicht dran, ich erstatte Anzeige, sondern nur der. Ja, hab ich auch gesagt. Dings. Hab ich gesagt. Ja, alles tatsächlich. Gut. Ja, dann schreibe ich das mit rein und dann ist die Akte auch fertig. Alles klar. Ja, okay. Danke dir. Jo. Warst du jetzt noch auf Arbeit? Was machst du ja, jetzt natürlich. Noch? Ja, arbeiten. Ach, Liv, Mensch, Jack. Du musst mal ein bisschen Freizeit machen. Ich habe heute meinen Pilotenschein gemacht. Ich hatte ein bisschen Freizeit, Jake. Ah, die haben gerade erzählt, ich soll dir Glückwunsch wünschen irgendwie. Ja, danke. Ja. Ja. Ach, guck, ein bisschen Liv. Freizeit hatte ich heute schon. Ja. Liv, ja, ja warte mal, ich brauche jetzt mal dein Rat, bitte. Ja. Siehst du für mich irgendeine Möglichkeit, ins PT zurückzukommen? Such den guten Anwalt. Hast du ja schon hoffentlich mit HW? Ja. Ja. Gut. Hast du HW? Ach ja, dabei. Bruno. Ja, also ihr müsst halt wirklich jetzt überzeugen im Senat, ne? Warum du das gemacht hast, dass dir das komplett leid tut, dass du nichts lieber machen möchtest, als ins PD zurückzukehren, dass du deinen Job liebst und so, ne? Da musst du wirklich drauf pochen. Und jetzt nicht wieder lügen. Weil das Problem, was halt das PD sieht, ist, dass du gelogen hast bei der ersten Aussage. Weil du gesagt hast, dass du nicht im Dienst warst. Ja, aber das habe ich doch gar nicht gesagt in der Aussage. In der allerersten? Ich habe doch... Nee, pass mal auf. Also bei Nolan, ne? Nicht bei mir. Ja, es geht ja darum, also... Ja, natürlich habe ich gesagt, dass ich im Dienst war. Denn ich habe das ja in der ersten Aussage verweigert, dass ich das war. Und das ist ja mein gutes Recht, dass ich sage, ich war das nicht. Ich muss mich ja nicht unnötig belasten als Angeklagter quasi. Oder als Beschuldigter. Das ist doch eigentlich mein Recht. Also demzufolge habe ich ja nicht gelogen. Ich habe halt gelogen, habe gesagt, ich habe mein Handy verloren, ja. Du hast gelogen, dass du gesagt hast, du warst es nicht, gell? Ja. Besprich das mal mit Bruno, ob du das so machen möchtest mit dieser Schutzbehauptung und so. Ob du darüber gehen möchtest. Nein, ich bin ja jetzt... Du darfst jetzt auf gar keinen Fall in irgendeinem Punkt jemals lügen im Senat. Das kommt immer raus, glaub mir, hatten wir auch schon. Ne, im Senat gelogen, dann wieder eingestellt und dann 2 Stunden später wieder rausgeworfen, weil es aufgeflogen. Ja. Nicht lügen. Überlegt euch eine sehr gute Strategie. Du musst quasi zu Kreuze kriechen. Und den Leuten klar machen, dass du nichts anderes tun möchtest, als Polizist zu sein. Dann sehe ich noch eine Chance. Ich habe aktuell ein Statement, was ich möchte, aber es wird doch überarbeitet, ne, mit meiner Anwältin und so. Hm? Ich habe ja da 2 Anwälte. Also ich habe aktuell ein Statement vorbereitet von 2 Seiten. So. Ne? Das sehe ich aktuell. Viele Gründe für mich sprechen. Guck an, pass auf, ne? Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, egal, immer wenn ich eine große Straftat außerhalb des Dienstes mitbekommen habe, habe ich sofort gemeldet. Sofort. Ohne weiteres. Ohne Wenn und Aber. Also ich, weißt du, wie ich meine? Ich habe ja mich ansonsten immer an meine Dienstsachen gehalten. Natürlich war das dumm von mir. Aber ich bleib dabei. Die Yoshi hat mich hier einfach mit Absicht in ein Messer laufen lassen und hat das alles dramatischer dargestellt, wie es für sie ja, das würde ich zum Beispiel im Senat nicht sagen. Im Senat nicht auf quasi die Geschädigte, auf der Geschädigten rumhacken. Ja, ja, das würde ich nicht machen. Sondern ich würde halt wirklich sagen, es war total dumm, es tut mir leid, ich war, weiß ich nicht, du kannst vielleicht sowas sagen, du warst da irgendwie emotional zu involviert oder sowas, ne? Dass du es deswegen gemacht hast, aber nicht auf dem Opfer irgendwie, auf das Opfer schieben. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Mhm. Okay. Ciao, Panik. Okay, und ja, okay, es gibt jetzt Pilotenschein. Und wenn dort entschieden wird, ich bin geeignet für den Polizeidienst, darf ich dann sofort wieder rein oder muss ich die 3 Wochen dann noch abwarten? Welche 3 Wochen? Naja, ich bin ja aktuell vorbestraft. Das weiß ich nicht, das machen deine Vorgesetzten dann aus, habe ich keine Ahnung, bin ich ehrlich. Okay, gut. Ja, also theoretisch, wenn das dort gut für mich läuft, könnte ich auch sofort wieder ein PT anfangen. Wenn Frau Clark das unterstützt, bestimmt, ja. Aber weiß ich halt nicht. Ja.
Nächsten Montag war das, ne? Ja, Montag, 22 Uhr. Bist du da auch dabei? Ich wurde auch geladen, ja. Ah, okay. Als Zeugin oder als... Als Zeugin, ja. Ah, okay, gut. Ich habe gehört, es ist für mich doof gewesen, dass ich bei dir gestanden habe. Nee, das haben die auch falsch verstanden. Das habe ich denen aber auch schon erklärt. Irgendwie kam die Info quasi durch, dass du es nur mir gestanden hast und der Inneren nicht. Das habe ich aber korrigiert tatsächlich schon, dass du ja da dann auch, du bist ja dann zur Inneren gegangen, hast ihnen auch gesagt, du warst im Dienst, richtig? Ja, ja. Gut, genau. Das habe ich halt auch schon korrigiert, die Aussage, dass das ja nicht der Fall war, dass du das nur bei mir gesagt hast, sondern ich dir ja auch gesagt habe, das musst du jetzt auch der Inneren sagen, das hast du dann auch gemacht. Ja, ja. Deswegen kam dieses so mit dem, es war doof, dass du es mir gesagt hast. Es ging einfach nur darum, dass du, dass sie dachten, du hast es nur mir gesagt. Ja. Weißt du? Okay, gut. Und jetzt eine andere Frage. Meine Anwältin sagt, es war ein Fehler, quasi das zu gestehen. Jake, findest du wirklich? Ja, ich habe keine Ahnung. Findest du wirklich? Also, ist die Wahrheit nicht viel besser? Ja, die Wahrheit ist viel besser. Aber die Wahrheit ist halt auch, naja... Die Wahrheit ist, weißt du, was mein Problem ist? Es heißt jetzt, oder es wird mir dann vielleicht ein Strick draus gedreht, dass die Wahrheit quasi das ist, was das Opfer gesagt hat. Aber das Opfer hat von vorne bis hinten gelogen. Und das ist ja das Problem. Das Opfer hat von 9 Gesprächen, ne, und das über vielleicht insgesamt, die Gespräche insgesamt 20 Minuten gingen, insgesamt, ja, hat die vielleicht 3 Sekunden erzählt, 3 Sekunden, die ich gesagt habe. Und diese 3 Sekunden, die ganzen Spaß, den ich mit ihr vorher hatte und alles, sie hat nur das Schlechte erzählt. Ich habe die Aussage gelesen, ich habe mir die Akte durchgelesen. Und das ist doch mein Problem. Es geht doch nicht darum, dass ich sage, okay, ich habe hier keine Scheiße gebaut. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Das gehört sich nicht, was ich getan habe oder die Sätze. Aber sie erzählt doch das ganze andere drumherum gar nicht. Und ja, aber trotzdem ändert das nichts an dem Satz. Ja, aber das ändert trotzdem nichts an dem Satz, Jake. Das ist halt das Problem. Und dass sie quasi, dass es ja quasi aus der Spiellaune heraus war. Steve, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Hallo an alle. Das ist halt so. Natürlich sind die Sätze dumm und in jedem anderen Kontext würde ich so eine Sätze verurteilen. Aber in diesem Kontext verurteile ich die Sätze eigentlich nicht. Weil das erstens für sie, und sie wusste, dass ich nicht dort bin. Sie wusste, dass ich ihr nicht wirklich drohen werde. Und sie wusste, wer ich bin. Und sie hat nicht irgendwie gesagt, das ist ihr unangenehm oder sonstiges. Na gut, das wenn ich jemanden, der mich bedroht, würde ich auch nicht sagen, oder das ist mir schon unangenehm. Ja, sie wusste, ja, aber jetzt mal im Ernst, sie wusste schon, wer ich bin. Und sie hat oft genug auf mich drauf angespielt. Und sie hat oft genug darüber gelacht und sie hat oft genug, ne? Ja, aber was soll das, bitte? Und jetzt, weißt du, wie ich meine? Und jetzt rennt sie mir wieder hinterher. Und wieder so auf Friede, Freude, Eierkuchen. Das arme, geschädigte Opfer. Die hat einfach mal wieder, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, anderen Leuten eins reingewirkt. Wie sie es so oft macht. Ja, aber den Satz hast trotzdem du gesagt, Jake. Ja, das stimmt. Ja. Aber dieser Kontext, der ist da einfach nicht gebildet worden. Und das ist schade, aber ich habe die Situation so, wie sie ist, angenommen. Akzeptiere meine Strafe aktuell. Genau. Habe ja auch keine Chance dagegen, jetzt irgendwas zu tun. Kann jetzt nur hoffen, dass ich vor dem Senat... Aber du verstehst mich vielleicht ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, gesagt hast es trotzdem du, weißt du? Wenn das jetzt komplett gelogen wäre, wenn du das gar nicht gesagt hättest, okay. Ja, dann würde ich es verstehen. Ja. Aber gesagt hast du es trotzdem. Ja. Ach, Mensch. Ich wollte doch nie mit sowas zu tun haben. Nie wollte ich irgendwie mal eine Akte oder sonstiges haben. Weil ich das nicht bin. Weil ich bin für das Recht und nicht gegen das Recht. Ja. Und jetzt habe ich so eine scheiß Akte. Und jetzt denken Leute von mir, ich bin kriminell. Ich und aber Kriminell, Jake, der jeden Furz meldet. Ja, aber Jake, das sind zum Beispiel Sachen, die du mal im Senat sagen kannst. Ne? Dass du für das Recht bist, nicht gegen das Gericht. Und eigentlich möchtest du dafür sorgen, dass halt dem Recht auch Genüge getan wird. Und deswegen bist du Police Officer und so weiter. Sowas würde ich im Senat erzählen. Ja, so steht in meinem Heftel drin. Ja, und dann kannst du auch sagen, deswegen habe ich dann ja doch mich für die Wahrheit entschieden.
Auch wenn das Ganze vielleicht eigentlich eher als Spaß zu verstehen gewesen wäre, wenn man den ganzen Kontext kennt, habe ich mich dann doch entschieden, die Wahrheit zu sagen. Ne? Ja. Solche Sachen kannst du im Senat sagen. Okay. Ach. Ja gut. Also mit Kramer passiert da jetzt noch irgendwas oder eher nicht? Ja doch, ich schicke mir jetzt einen Schreibbefehl raus. Okay, gut, perfekt. Was ist wegen Nebenklage? Wegen Schadensersatz? Ja, ja. Genau, also ich würde sowieso einen Strafbefehl machen, ich würde ja nicht vor Gericht gehen und dann kannst du einfach einen zivilen Prozess noch mit dazu machen. Das geht. Ja, und wie mache ich das dann? Also, dann gehst du zu einem Anwalt und sagst, genau, du gehst zu einem Anwalt und sagst, du möchtest für die und die Sache, möchtest du noch Schadensersatz haben. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Kannst du mir da irgendwie nochmal ein Aktenzeichen zuschicken? Warte, ich kann jetzt kurz sagen. Ja, warte. Ist es soweit? Ja. 74677. 74677. Das habe ich natürlich nicht von dir, das Aktenzeichen, stimmt das? Na wieso? Du willst doch Nebenklage einreichen. Ja, ja, okay, also darf ich das so quasi einfach ja, von dir klar. erfahren. Ja, okay, gut, weil du gerade so ein komisches Geräusch gemacht hast. Ich musste mich räuspern. Okay. Ah, okay, gut. Ja, ja, okay, gut. Ich musste mich einfach nur räuspern, Jake. Ja, okay, gut. Und er hat es, glaube ich, gemacht. Worum ging es denn da, glaube ich? Es ging um irgendeine Dienstwaffe, um irgendeine Waffe, die nicht ausgehändigt werden kann. Kann das ja, sein? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, ja, irgendwie sowas war das. Ne? Also komplett irre, hat einfach auf mich eingetreten. Und das Schlimmste war, ich habe 1099 gewuckt und es kommt keiner dazu. Die stehen alle blöd rum und quatschen mit irgendwelchen Leuten. Kannst du dir nicht ausmalen. Es ist wirklich so. Das ist, weißt du? Naja, okay. Gut, ich weiß Bescheid, ich kümmere mich darum. Ne? Alles klar. Gut, okay, wunderbar. Jo. Dann, tschüss. So, Panik, jetzt kann ich einen Schluck für dich trinken. Oh, ich bin echt tat auch gut. Gott. Mit Jake telefonieren ist halt auch einfach, als würdest du Codewell anrufen, ja? Dieses Gespräch endet nie. Sorry, Steve. Aber es ist so. Ich weiß ganz genau, dass es so ist. So, bevor die verjährt. Strafbefehl. So. Nee, halt Job. Nicht bei ihm, sondern hier. Jacke. Fahne. Ja auch noch da ist, ne? Auch verrückt. Bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sehe ich da jetzt in der Sache ehrlicherweise nicht. Weil die haben ja nur mit Kramer geredet in dem Fall. Ihm hat es halt nicht gepasst, dass er seine Waffe nicht wiederkriegt. Ich finde nicht, dass das eine polizeiliche Maßnahme war. Aber dann haben wir immer noch die einfache Körperverletzung. Kramer vorbestraft. Das ist jetzt die Frage. Wo nochmal? Ja, wenn man ihn richtig schreibt, sieht man es auch. Geiselname Southside. 20.000. Schüsse, Stadtpark, Körperverletzung. 7.500. Da hat er aber auch den Widerstand mit drin. Den ist eingestellt, das war blöd jetzt. Achso, und Panik, ja, es gibt wieder Erpimus. Musik.
Und mitunter auch wieder richtig geilen Scheiß. Schwere KV. 2,5. Ja, da bleiben auch irgendwie so bei 2,5, 3. Wollen wir nicht übertreiben. Nummer 3. Wobei es nur eine einfache Körperverletzung, ne? Akte von Sinister gerettet. 501-073. So. Haben wir? Dann übernehmen wir die natürlich auch. So. Wie viel Zeit haben die anderen noch? Von Sinister. 28. Das sind nochmal 7 Tage. Okay. Schafft er das? Weiß ich nicht. Schießerei zwischen zwei Parteien. Ja gut, das kann man ehrlicherweise eh einstellen, ne? Das ist ja wieder, der eine hat angefangen, nein, der andere hat angefangen, ja. Gut. Und dann ist er erstmal wieder safe, ne? Ja, 1.10. Okay. Sinister. Ich gehe nochmal die ganzen Namen durch. Fischer. Auch noch 2 offene. 25.09. Die verjährt. Hä, wo kommt die schon wieder her? Hab ich gestern alle vergeben? Oh Gott. Mann, ey. Na, El Aziz ist tot. Das weiß ich. Ein TV gestellt. Verweigert Aussage. Pablo ist Seda. Warte, Atemwort von Pili23. Beleidigung muss derjenige anzeigen. Ist nicht passiert. Worauf hat er gewartet? Die kamen aus dem Haus gerannt, wo ein Hausalarm ist. Da brauchst du nicht auf den Officer warten. Die haben das alles schon reingeschrieben. Also die können wir fertig machen hier. Selber. Aussage von ihm ist ja da. Er hat die Aussage verweigert. Aber für die Beleidigung hätte er es anzeigen müssen. Das nervt halt richtig hart, wenn man den Leuten jetzt hinterherrennen muss, weil hier Akten verjähren, weil die nicht wiederkommen. Das ist halt richtig scheiße. Das macht so viel Arbeit, die dann wieder neu zu verteilen und dann wieder neu zu verteilen, weil der auch wieder nicht kommt. Tua zum Beispiel hat richtig viele Akten, dem habe ich richtig viel halt gegeben, weil der so gut geholfen hat. Und jetzt ist er auch schon wieder 3-4 Tage nicht da. Das heißt, ich muss demnächst auch die Tua-Akten durchgucken, ob da was kurz vorm Verjähren ist. Das ist echt toll. Das ist am beschissensten. Bin ich ehrlich. So, Ausfriedensbruch. Obstraft. Wer ist er da? Nope. Haben wir da mal gegeben beim ersten Mal? $500? So. Mm-hmm.
Gloria. Wir haben keine Telefonnummer. Sehr gut gemacht, Officer. Ja, dann kommt er direkt auf die Fahndungsliste. Okay. Achso, dann. Nein, es ist. Auf Fahndungsliste gesetzt. Speichern. 26794. Rechts grüne Fleck. Ah ja. Bitte Telefonnummer nachtragen. Ja, wenn ich jetzt meine Nummer auswendig könnte, ne? Das wäre echt super. 326138. 326138. Wobei mittlerweile haben wir ja eine Bürgerakte. Eigentlich muss ich das gar nicht mehr hier reinschreiben. Nur meinen Namen so. Das war jetzt Fischer, ne? Ein Name noch von Fischer. Mikey Buff. So, ich habe euch die falsche Musik angemacht, fällt mir gerade auf. Warum sagt denn keiner was? Ihr habt noch Volume gehört, Mensch. Ihr habt noch Volume gehört, Leute. Da müsst ihr mal hinkommen, damit ihr es glaubt. In Berlin to be gibt's ja viel zu berichten. Für mehr als nur Überfälle, Mord und Raub. Manchmal geht es sehr heiß her in der Bay. In der Bay. Ja, manchmal ist das Leben schwer in der Bay. In der Bay. In der Bay, da stirbt der Bär. Oh yeah. In Bally to Bay gibt's ne sehr schöne Kneipe. Da müsst ihr mal hinkommen, damit ihr es glaubt. In Bally to Bay gibt's die wildesten Partys. Das eine oder andere Mal lag ich schon im Staub, ja. Manchmal geht es sehr heiß her in der Bay. In der Bay. Manchmal ist das Leben schwer in der Bay. In der Bay. Doch in der Bay, da stirbt der Bär. Keine Zeit für sowas. Nee, da war jetzt keine Anklage ein, bin ich ganz ehrlich. Auf gar keinen Fall.
Er ging zu Boden, also es ist eine schwere Körperverletzung. Valley to B gibt's die härtesten Ranger. Da müsst ihr mal hingehen, damit ihr es glaubt. Im Valley to B wird nicht lange gefackelt. Wenn du ihnen auf den Sack gibst, gibst hast du Laub. Ja, manchmal geht es sehr heiß. Er hat keine Anzeige gestellt. In der Bay. Manchmal ist das Leben schwer. In der Bay. In der Bay. Also fällt die Körperverletzung ganz raus. Er hat es nicht angezeigt und es war nur mit Fäusten. Raub mit Hilfe einer Bande. Kannst du nicht nachweisen. Widerstand gegen Verstreckungsbeamte würde ich definitiv zugeben. Ja, mehr haben wir auch nicht. Raub können wir nicht nachweisen. Sind ja nur rausgerannt. Und die Körperverletzung ist nicht angezeigt. Hab damit nur bezweckt, dass unsere Welt sich teilt. Eiskalt, abweisend und distanziert. Kein Halt, abschweifend und irritiert. Nicht mal probiert, dir irgendwie entgegenzukommen. Und frustriert und du schon auf dem Weg und davon. Mittlerweile bin ich auch aus meinem Käfig gekommen. Bin viel zu lang, blind in die falsche Richtung geschwommen. Zu spät erkannt, hab meine Umgebung nicht wahrgenommen. Seele verbrannt. Hatte mein Leben nicht in der Hand und ja, es ist zu spät, um die Dinge zu drehen. Ja, du bist weit, weit, weit vom Winde verweht. Ja, die Erinnerung bringt, komm nicht drüber in Wald. Spann meine Flügel, doch lande im Drahl. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze ziehe. Oh yeah. Ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah. Ich weiß es doch auch nicht. Kannst nicht weiterlaufen, stand von jetzt auf gleich wieder vor einem riesen Scheiterhaufen. Erstmal einen rauchen, die Probleme im Keim erstickt. Gab ne Fick auf alles und jeden und redete mit meinem Stick. Verlor dich das Gleichgewicht, bin nicht mehr da, wenn du alleine bist. Erklär dir hier meine Sicht, weiß, was ich tat und beweise mich. Etwas zu ändern, indem ich es tu. Meine Fehler, ich gebe sie zu. Back in the days, mein Trainingsanzug. Wische es weg, das Tränentattoo. Das, was ich brauch, bist du. Doch, ich bin auf dem Pfad zu mir selbst. Ich kann dich nicht glücklich machen. Bin ich es für mich noch nicht einmal selbst. Ich habe die Weichen gestellt. Doch Vergangenes muss enden. Die Zukunft in meinen Händen. Keine Zeit, um sie zu verschwenden. Es sind der Hass und die Ängste, gegen die wir hier kämpfen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn das Blatt kann sich jederzeit wenden. Wäre ich schon, würde ich nicht einmal drüber reden. Doch war das ein Schuss ins Leere, sieht man sich halt im nächsten Leben. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah, ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Ich habe schon über 2 Wochen keine SMS mehr von dir bekommen. Der rückt mich mal. Apropos, jetzt haben wir 2 Strafbefehle. Let's go. So, damit müssen auch die Fischerakten weg sein, richtig? Okay. Fischer, clear. Sinister erstmal vor der Verjährung gerettet für ein paar Tage. Brown, clear. Valentini hoffentlich schon lange clear. Sieht gut aus.